Hi Leute, und weiter geht's mit unserem Minecraft-Schwimmbad. Und zwar nehmt ihr jetzt Holz, beliebige Auswahl, baut es ungefähr rundum, so dass in den A-Block oder so, dann einfach so und so. Aber so weit wie es geht. So ist ein Eingang. Kapiert? Und dann, ihr seht, also so mal hier die Schwimmbäder immer, weil in Ästige die Schwimmbäder arbeiten, so dass man richtig eine sieht im Schwimmbad. Und ja, ich werde schauen, dass es sich mit einem dritten Teil ausgeht, dass man jetzt so viele Teile macht. Und drei Teile werden es werden, das verspricht ihr euch. Das werde ich schaffen und ja, ihr seht ja, wir sind schon so weit, Leute, und wir haben uns ja. Ja, so, und dann sagen wir, jetzt nehmt ihr das und baut einfach mit. Da kennt ihr das immer Wiesen, das schaut auch raus und ab ist aus. Und jetzt macht ihr dann einfach so es Stoffe. Diese mehr Euro, die man hat. So Leute, ich hab schon die Fensterscheiben gemacht und so, und jetzt an die richtige Frage. Ihr denkt euch, was ist denn mit dem los, Alter? Wieso baut ihr das? Da einfach so einer. Da wird da ist süßes Wasser nur an Block hier finale. Das ist ganz anders. Erstens, ihr nehmt einmal einen schönen Block, was ihr nicht braucht. Ein Glas. Und dann holt ihr einmal zwei Holztüren. Also, und dann macht ihr die so eine auf. Dann holt ihr so. Ich mach's immer so. Ich mach's nur so. Und alle zwei machen. Denn das reicht vollkommen. Und dann nehmt ihr Wasser, so wie ihr so, Wasser, so. Dann macht ihr es genau dort. Es ist fort. So, sobald ihr das habt, schwenkt ihr das einfach wieder raus. Und weil ihr jetzt denkt, ja, die Türen waren voll unlogisch, weil, ja, das bringt am wenigsten, das sage ich, schaut. Ihr könnt die Badetüren aufmachen und was auch immer raus. Warum? Da ist das verblockt von den Türen und deswegen rinnt es nicht raus. Also cool. Und dann sage ich danke, dass ihr bei meinen Videos immer so herzlich zuschaut und schreibt in die Kommentare, was die nächste als Video machen soll. Ihr braucht es nur in die Kommentare schreiben. Und dann sage ich danke, dass ihr bei meinen Videos immer zuschaut. Ciao Leute, bis zum nächsten paar Videos.